Wenn die Welt von einer Terroristengruppierung bedroht wird und die USA als einzige Hoffnung für die friedliche Zukunft bleibt, wenn Drohnen über dem Einsatzgebiet fliegen, es an jeder Ecke knallt und wir uns durch Feinde ballern, dann kann das nur eines heißen, Call of Duty. Okay, es könnte Call of Duty sein, es ist aber Splinter Cell Blacklist. Damit haben wir bereits den ersten Hauptkritikpunkt abgehakt, denn der neueste Titel rund um Sam Fisher trotzt nur so von Ideen, die wir bereits aus anderen Spielen kennen. Dennoch kehren wir zu den Ursprüngen zurück und schleichen uns durch abwechslungsreiches Feindesgebiet, lösen Missionen auf unsere eigene Art und Weise. In unserem fliegenden Hauptquartier treffen wir alte Bekannte der Serie, die uns mit Waffen, Gadgets und Missionen versorgen. Wir müssen nicht alleine spielen, sondern können in verschiedenen Nebenaufträgen im Koop den Terroristen das Leben schwer machen. Wer es noch größer mag, der bekommt einen interessanten Multiplayer-Modus geliefert, der allerdings die Gefahr birgt, durch nur einen Modus zu langweilen. Für Fans und für Neuansteiger bestens geeignet.